Moin, wir bzw. Dominik öffnet heute das neue Set Paradox Rift. Der war so nett und hat gesagt, der macht ein bisschen Content für mich. Wir machen es ohne Facecam, das ist für ihn am angenehmsten. Und wir öffnen einmal diese ETB, dann ein Display und bzw. er noch diese ETB hier. Ich bin sehr gespannt, also von daher Happy Release Day. Ich hoffe, ich kann es heute irgendwie alles noch hochladen. Und dann übergebe ich jetzt mal den Felix und mach mein Gesicht mal aus. Dominik, Entschuldigung. Was erzähle ich denn schon wieder? So, ich hol mal noch. Dann kannst du ja aufreißen. Ich mach den Müllmann. Super. Also soll ich mich auf den Platz setzen? Ja. Crazy. So. Das ist auch immer so ein Krampf, die Boxen aufzukriegen irgendwo. Ja, unser Local Store, der war ganz gut ausgestattet jetzt. Am Anfang? Die haben voll viele ETBs da. Oder TTBs heißt das halt. Und wenn man heute was kauft, bekommt man noch ein Poster dazu. Das habe ich auch noch mitgenommen. Ich habe kein Poster bekommen. Musst nachfragen. Ah, okay. Dann will ich mich gleich mal weg hier. Ich bin dein Assistent. Ich gebe dir einfach das ganze Zeug. Ja. Jetzt wird alles hingeschoben. Perfekt. Neun Poster sind drin, oder? Müssten neun sein. Ich habe mich jetzt noch gar nicht mit dem Set beschäftigt. Also. Fünf, neun Booster und eine Promo. Kannst du mir so haut? Ja. Finde ich ganz cool gemacht, Eisenbündel. Ja, war auch zum Privilege eigentlich auch echt stark. Einmal während deines Zuges, wenn sich dieses Pokémon auf deiner Bank so. Ah, das ist sehr gut, ja. Ja. Ich hab schon eine Alter und zwei oder drei Illustration wäre es früher eigentlich noch. Da gibt's so geile. Gerade das Tag, das sieht extrem geil aus. Oh ja, das habe ich gesehen vor kurzem. Geht das hier auch mal aus? Das ist doch. Endlich wieder 7. Jetzt. Also ja. Das muss man so hochhalten, sie auf die Höhe. Ja, genau, wieso? Das Gute sind deutsche Karten, das heißt. Da geht der Bulk was. Ja, hier kann man alles einschicken. So, haben wir schon den ersten Hit? Ah, Magpie. Und Cetra King. So, ich lief dir schon mal und du kannst ja. Aber was ich so schade finde, ist bei dem neuen Set, dass, beziehungsweise bei Kamasi und Popo, dass wenn du die Karten liegen lässt, dass die immer sofort sich biegen. Das ist so krass. Ja, scheiße, haben wir die Füße auf Kacke aufgehen. Ja, gut. Aber auch gerne, wenn ich einfach zu blöd bin. Nee, das geht allen so. Diese Gefäße und sowas sind auch alle relativ stark. Sind. Ja. Sweeps und. Energieker. Ah, es sah noch was aus. Oh! Ein Full Art. Den habe ich schon in Alt Art rumliegen, zu Hause. Hm. Wollte heute schon einer haben. Schön. Geil. Ich schätze mal kurz in die Kamera. Aber der ist, glaube ich, nicht mal so spielstark eigentlich. Ich weiß es nicht. Ich habe mir den noch nicht durchgelesen. Magnetische Absorption. Einmal während deines Zuges, wenn dein Gegner 4 oder weniger Preiskarten hat, kannst du eine Basis-Energiekarte aus deinem Ablagestapel an diesem Pokémon anlegen. Aha. Ja, gut, aber. Ja. Die Sache ist, das Knackhack ist halt stark und das ist Typ Kampf. Da gibt es halt schon jetzt einige mit Lucario. Das ist ja gespielt. So. Sieht man auch und? Was. Das müsste eigentlich, oder? Manchmal ist der Fokus ein bisschen weg. Latios ist auch dabei. Das war zum Pre-Release auch echt stark. Es haben so viele gespielt. Ja, genau. Dominik, der hat beim Pre-Release mitgemacht letzte Woche. Oder war es vorletzte? Ne, letzte. Ne, vorletzte. Vorletzte, das vorletzte ist schon Woche. Ein Stück mehr. Stimmt. Ich hab die Karten schon Ewigkeit zu Hause, wollte noch keiner haben. Ich hab sie alle auf eBay gestellt, erstmal. So. Verhandlung, Basis. Ne, ja, die Eisenbündel. Muss man schon vielleicht ein bisschen so. Kann man da überhaupt die Effekte lesen? Nur gar nicht. Ne, gerade gar nicht. Jetzt geht's. Aber nicht mal schlecht. Energiekapsel, Barblu. Psychopatra, fühle ich überhaupt nicht das Pokémon. Das war aber auch in einem Pre-Release-Deck und das hat so rasiert. Okay,
Okay, ich mal kurz durchlesen noch. Wenn du dieses Pokémon aus deiner Hand spielst, um einzelne Pokémon während deines Zugs zu entwickeln, kannst du bis zum Ende des nächsten Zugs deines Gegners allen Schaden durch und alle Effekte von Attacken von Pokémon deines Gegners verhindern. Oh, ja, das ist schon. Wurde dann halt mit Julia gespielt, damit das Ding noch mehr Schaden macht. Das war dann bei 140 Damage. Ha. Und. Boah, das ist viel zu krass beleuchtet, oder? Ach so. Ah. So. Zum Beispiel. Machen wir so. Castador? Ey, wenn du die Aufnahme jetzt schon halt, ey. Der ersten Booster geöffnet oder mit Maurice, ich weiß nicht. Macht nichts. Mach einfach Hälfte und dann. Und alles von was? Oder? Ah, das kenne ich, das Gefühl, das ist so nervig. Wächst immer jetzt und dann. Aber der Rucksack sieht geil aus. Das Gaunux finde ich auch super. Ich schaue es mir gleich nochmal an. Was ist denn hier los? Ich ziehe das halbe Booster. Bei dem Cleopatra ist der Trainer auch voll im Fokus mit. Der nimmt echt viel von dem Bild ein. Zieh mal, wie die Folge oben drüber ab, ey. Das hatte ich bei den Sleeve Boostern, ob sie den Flames gehabt. Jetzt machen wir schon Platz hier. Krabbewumms, das ist auch so ein ganz komisches Pokémon. Den gibt es auch zum Beispiel in der Administration, ja. Ja, das ist doch mit den Spielen mit den Sternschnuppen, oder? Und Hey, Rashi ist dabei. Und Fangieps. Ja, immer eine EX, würde ich sagen. Das fühle ich auch überhaupt nicht, das Pokémon. Fangieps? Ja, das hat mir nicht gefallen. Also. Gibt dir das immer irgendein Maus-Pokémon? Ja. Sind immer alle hässlich. Die Dende fand ich ganz süß. Mantis hat ja jetzt endlich mal wieder mal einen Print gekriegt. Auch gleich die Illustration. Ja, Illustration wäre super. Ist doch hier in dem U-Boot drin. Und? So wie wir es auch mal. Kann ich eins von den beiden Booster noch aufmachen? Vielleicht bringe ich da ein bisschen Glück. Eins von den zwei? Jo. Ja. Muss man zuerst gehen? Mach ich mit das. Nimm einfach rum. Okay. Kommt mein Lucky Hand. Ich bin gespannt. Wenn du weißt, was du aussiehst, darfst du auch das zweite noch aufmachen. Das erste Mal, dass ich jetzt Paradox-Lift aufmache. Eisenbündel, Tentantel, verfluchter Staubwedel, Felilu, Figicita und Vulcanion. Schade. Ich bin zum Sleeven heute da. So. Aber das ist gut, einmal, wenn einer sleeft und einer öffnet, das ist schön flüssig. Wenn ich daran denke, wenn ich immer dann nach den Videos mache, auch so lange. So, noch ein Hit, würde ich sagen. Ich glaube, ich habe sogar auch schon was. Das ist auch ein Hit, ja, das ist ein Hit. Ein bisschen was verrutscht. Das ist, wenn man die Karten immer so mit hochzieht. Ja. Aber Mopex fühle ich auch nicht ganz so sehr als Problem. Gespenst. Und jetzt, komm, jetzt kommst du der Hit, komm, oder? Warte mal, was ist denn dann? Scalocop X als Metall? Das ist aber auch nicht mal, das soll nicht mal schlecht sein. Ja? Was hat er für Fähigkeit? Einmal während deines Spiels, einmal während deines Zuges kannst du eine Basis Feuerenergie aus deiner Hand auf deinen Ablagestapel legen, um diese Fähigkeit einzusetzen. Während dieses Zuges fügen die von deinen Pokémon eingesetzten Attacken dem aktiven Pokémon deines Gegners 60 Schadenspunkte mehr zu. Das geht für 60 Energie, das ist solide. So, das war die erste ETB. Die nächste. Ja, geht schon. Wird auf jeden Fall besser von der Aufnahme. Wir haben jetzt mal geübt. Und ich denke, ich kann mal kurz hier ein bisschen durchblättern. Ich denke, jetzt bei der nächsten ETB wird vielleicht noch eine Art Rare Illustration Rare mehr dabei sein. Ich hoffe es. Ja, das wird eh verkauft. Von daher, bis gleich. Oder bis nachher.